Friends, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute kommt nach langem mal wieder ein Auslandsjahr Austauschschüler-Video. Und zwar habe ich heute für euch ein paar Tipps zusammengesammelt, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn ich mein Video anfangen will zu drehen, fängt es mega an zu regnen und wird richtig dunkel. Unglaublich. Ihr könnt natürlich eure besten Tipps oder die Tipps, die euch bei eurem Auslandsjahr am besten weitergeholfen haben, auch in die Kommentare schreiben. Das hilft sicherlich dem einen oder anderen. Ansonsten würde ich sagen, ich habe mir die hier alle aufgeschrieben. Deswegen fangen wir jetzt mal damit an. Der erste Tipp ist wirklich einer der wichtigsten. Und zwar solltet ihr offen sein für neue Leute. Und das mit einem selbstsicheren Verhalten. Das heißt, ihr könnt nicht einfach auf Leute zugehen und total schüchtern sein oder überhaupt nicht auf Leute zugehen. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Also geht einfach von euch selber auf Leute zu. Versucht nicht zu schüchtern zu wirken. Schämt euch nicht, auch nicht für euren Akzent, den ihr habt. Denn zum Beispiel die Amerikaner lieben den deutschen Akzent. Die finden das immer voll süß und das hört sich ja so cool an. Der zweite Tipp ist, dass ihr unbedingt an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen solltet. Das heißt, tretet zum Beispiel irgendwelchen Clubs bei euch in der Schule, denn da findet ihr nämlich viele Freunde. Da gibt es einige Clubs, die sind so diese typischen Clubs, wo ihr da irgendwie so irgendwas programmiert oder die Schule verschönert oder Schulevents halt plant. Und dann gibt es zum Beispiel in den USA ja eine riesen Auswahl an Sportarten, die ihr machen könnt, aber auch in den anderen Ländern. Versucht einfach außerhalb der Schule irgendwas zu machen, zum Beispiel auch Kirche. Kirche, da bin ich ja auch jede Woche mit Freunden hingegangen. Da lernt ihr nämlich richtig viele Leute kennen und vor allem lernt ihr die Leute auch außerhalb der Schulzeit besser kennen. Tipp Nummer 3 wäre, zu den Schulveranstaltungen zu gehen. Das bedeutet Footballspiele, Basketballspiele, Baseballspiele, Pep-Rallies. Das sind halt Sachen, wo die ganze Schülerschaft zusammenkommt. Die gibt es übrigens nicht nur in den USA. Ich bin mir sicher, in anderen Ländern haben die Schulen auch viele Schulfeste oder Schulaktivitäten. Das erlebt ihr nämlich nicht so schnell wieder. Hier in Deutschland haben wir zum Beispiel keine Footballspiele von der Schule aus und das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Das sind super, super Memories, die ihr da sammelt, also Erinnerungen, und das ist einfach eine richtig coole Zeit, wo ihr auch wieder neue Leute kennenlernt. Als nächstes habe ich hier stehen, seid offen für neue Sachen, neue Klamotten zum Beispiel. Am Anfang, als ich in die USA gekommen bin, mochte ich zum Beispiel diesen Klamottenstil, den die bei mir da im Süden getragen haben, irgendwie überhaupt nicht. Ich bin am ersten Tag shoppen gegangen mit meiner Gastschwester. Mir hat das alles nicht gefallen und mittlerweile ist mein Schrank da voll. Und alles, was ich in Deutschland finde an Klamotten, was auch nur so ähnlich aussieht, das muss ich sofort haben. Auch in Sachen Essen zum Beispiel. Ich habe während meines Auslandsjahres so viele neue Essenssachen probiert, sei es irgendwelche Gerichte, irgendwelche Süßigkeiten oder irgendwelche Getränke. Also versucht einfach alles zu probieren an Essen, weil das Essen ist immer so gut. Bleibt euch selber aber treu, lasst euch nichts irgendwie einreden, was nicht ihr seid, verstellt euch nicht, nur um irgendwie dazu zu gehören. Der nächste Punkt ist auch sehr wichtig, und zwar dürft ihr keine Angst davor haben, während eures Auslandsjahres zuzunehmen und deswegen das ganze gute Essen zu verpassen oder eine Diät zu machen oder das Essen einfach nicht zu essen. Außerdem geht es dann auch schneller wieder runter, als ihr denkt, wenn ihr zurück in Deutschland seid. Also da verliert ihr die ganzen Pfunde. Ich zum Beispiel habe in Amerika abgenommen. Ich habe mich nicht gewogen, aber so vom Aussehen her habe ich schon gedacht, dass ich in Amerika ein bisschen was abgenommen habe. Falls ihr dazu mehr Infos haben möchtet, dann kann ich euch in die Infobox ein Video verlinken, was ich für den Schüleraustausch.net-Channel gedreht habe. Da habe ich nämlich Tipps gegeben, wie ihr die Gewichtszunahme während eures Auslandsjahres so gut wie möglich verhindern könnt. Das heißt, wenn ihr dazu mehr Infos möchtet, dann könnt ihr da einmal vorbeischauen. Der nächste Punkt ist bei mir immer Nachfragen in der Schule, Gastfamilie oder Freunde fragen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel im Unterricht etwas nicht versteht, dann schämt euch nicht und meldet euch auch und fragt den Lehrer. Außerdem fragt eure Gastfamilie, wenn ihr euch bei irgendetwas nicht sicher seid, dass sie euch halt helfen sollen, oder wenn ihr irgendetwas nicht versteht, wie die sich gerade verhalten. Einfach immer nachfragen. Fragen ist das Beste, was ihr machen könnt. Genauso bei euren Freunden. Dann kommt es nämlich weniger zu Streitigkeiten und ihr seid im Endeffekt, das kann euch nicht schaden, ihr wisst einfach mehr. Tipp Nummer 7 ist, so viel Zeit wie möglich mit der Gastfamilie verbringen.
Weil das Jahr wird so schnell rumgehen, das glaubt ihr gar nicht. Und wenn die Gastfamilie immer irgendwelche Unternehmungen unternimmt und ihr da nie mitgeht, dann haben die auch das Gefühl, dass ihr euch gar nicht für sie interessiert und grenzen sich ein bisschen von euch ab. Das ist natürlich aber nicht der Sinn, denn eure Gastfamilie sind die besten Partner, würde ich mal sagen, um euch die Kultur des Landes näher zu bringen. Versucht wenigstens selbst beim Einkaufen irgendwie mal mitzugehen und nicht die ganze Zeit in eurem Zimmer zu hängen und gar nichts mit denen zu unternehmen. Sagt immer Bitte und Danke. Wie gesagt, vor allem wieder in Amerika, vor allem im Süden, da sind die Menschen halt viel freundlicher und das trifft auf viele Länder zu. In Deutschland sind alle halt so verklemmt und in ihrer eigenen kleinen Welt, was in den anderen Ländern aber nicht so ist. Da sind viele extrem freundlich. Bei mir war das zum Beispiel so, dass die Leute einem immer die Tür aufhalten und sagt immer Bitte und Danke. Wenn ihr euer Essen kriegt, wenn ihr jemandem etwas gebt, wenn jemand euch die Tür aufhält oder zu der Kellnerin, wie halt eben schon mit dem Essen erwähnt, sagt immer Bitte und Danke, weil sonst kommt ihr extremst unfreundlich rüber. Auch die letzten Tage nutzen und nicht von der Gastfamilie abgrenzen, das ist auch sehr wichtig. Bei vielen ist halt die Schule zu Ende und dann haben die vielleicht noch 2 Wochen oder eine Woche in dem Gastland und dann fangen die sofort schon an zu packen, sitzen nur noch in ihrem Zimmer, schreiben und skypen nur noch mit den Leuten zu Hause, weil sie sich so freuen, endlich wieder nach Hause zu kommen. Entweder das oder ihr seid total traurig und wollt gar nicht mehr nach Hause. Aber versucht auch die letzten Tage wirklich mit der Gastfamilie zu genießen und denen nochmal wirklich Danke zu sagen, weil die haben euch quasi ein halbes oder ein ganzes Jahr bedient und bei denen zu Hause wohnen lassen und ohne die wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Also versucht wirklich die letzte Zeit mit denen zu genießen, denn wer weiß, wann ihr die das nächste Mal wieder seht. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, was wahrscheinlich auch einer mit der wichtigsten ist. Ihr solltet keine Erwartungen an euer Auslandsjahr haben, beziehungsweise nicht zu große Erwartungen. Stellt euch nicht vor, oh, ich komme nach L.A. und meine Gastfamilie macht mit mir jedes Wochenende Urlaub und ich erlebe das und ich werde Cheerleader oder Footballer und hin und her und hin und her. Weil das wird im Endeffekt wahrscheinlich eh nicht passieren. Versucht die Erwartungen, ich weiß, das ist schwer, aber versucht die so niedrig wie möglich oder so gering wie möglich halt zu halten. Weil wenn ihr im Endeffekt nur enttäuscht werdet, weil das alles nicht zutrifft, dann hilft es euch selber auch nicht, sich dort einzuleben. Aber wenn ihr quasi mit null Erwartungen an die ganze Sache rangeht, dann könnt ihr nicht enttäuscht werden, sondern eigentlich nur noch überrascht werden. Und das waren meine besten Tipps für ein erfolgreiches Auslandsjahr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bald im nächsten Video wieder. Tschüss!